Die heutige Folge hatte Potenzial, was Besonderes zu werden. Das Debüt von Dominik Auer stand an und dann eine Riesenverletzung im Live-Spiel. Was ist passiert gegen Lokomotive Leipzig? Alle Antworten in diesem Video. Viel Spaß, Jungs. Ladies and Gentlemen, was geht denn? Willkommen zurück in der Alemannia Aachen-Karriere. Zum Spitzenreiter, zum Viertliga-Aufsteiger, zum Team mit dem Torschützenkönig aktuell und zum riesigen Pokalschreck. Willkommen zurück in der Alemannia Aachen-Karriere. Es ist inzwischen das Ende der Hinrunde, ne? Und wenn man sich das Ganze hier mal so anguckt, was hier so inzwischen passiert ist, das ist schon echt krass, ne? Wenn man sich das mal so überlegt. Wir sind als Aufsteiger tatsächlich Tabellenführer vor Ingolstadt 1860, dem Bayern Amateuren und dem Hallescher FC mit 35 Punkten. Gleichzeitig haben wir ja die ganze Zeit eine riesen Mannschaft zusammengestellt. Die Mannschaft, die besteht aus ehemaligen Bundesligaspielern, aus vielen Leuten, aus vielen jungen Talenten, die dazu kamen. Nicht zu vergessen Finn Ole Becker und Dennis Dressel, die zwei, die eine absolut gigantische Saison abliefern. Svensson, unser Topstürmer, Vincent Bösen, der Torschützenkönig aktuell. Es sind so viele tolle Talente hier drin. Karl und Couteau, die als Außenverteidiger alles abräumen. Ja, und was soll man sagen? Dann kam der DFB-Pokal und in der vorletzten Folge haben wir Leverkusen geschlagen, einfach so nach Elfmeterschießen. Und da will ich jetzt auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Danach kam das Duell gegen den ersten FC Heidenheim. Und meine Fresse, war das ein gigantisches Duell. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Die Folge war absolut genial. Ihr habt sie mega abgefeiert. Danke übrigens an dieser Stelle für die ganzen positiven Bewertungen, für eure Kommentare und natürlich für euren Support. Wir gehen gemeinsam auf die 1000-Grenze zu, so langsam. Wenn ihr Bock habt, selbstverständlich würde ich mich freuen, auch heute wieder über einen Daumen nach oben, über jedes Kommentar freue ich mich selbstverständlich, gerade die neuen Leute von euch und, wie schon gerade angesprochen, mit Abonnieren und der Glocke kein Video verpassen. Ihr könnt live dabei sein, Gentlemen. So, heute wird sich übrigens auch die Frage beantworten, wird es überhaupt einen Neuzugang bei uns geben, weil ich wüsste momentan noch nicht so wirklich, was ich einkaufen sollte. Heute gibt es das Duell mit dem MSV Duisburg, dann das Duell mit Lok Leipzig und mit dem ersten FC Magdeburg. Mal gucken, wie es zeitmäßig läuft. Vielleicht nehmen wir das Duell mit Wien Wiesbaden auch noch mit. So, und nicht zu vergessen, da wäre ja noch unser Naturtalent Dominik Auer, den wir diese Folge definitiv hochziehen werden. Ich warte eigentlich nur drauf, bis er die 68 erreicht und dann wird er an der Seite von Aidogan, wird er auf jeden Fall auf dem linken Flügel für uns rennen. Die Ikone, ja, der Sohn von Benjamin Auer, da ist er, er wird uns definitiv verstärken. Noch dazu gibt es immer noch Scouts, die unterwegs sind. Also es wird verdammt, verdammt spannend werden, diese Folge. Und deshalb, wir gucken, was wir erreichen können. Wir drücken auf den Knopf und wir geben Gas. Schau mal einfach mal, was heute hier so alles passieren wird. So, und damit starten wir heute tatsächlich also diese Folge mit dem Spiel gegen den MSV Duisburg. Ich muss übrigens an der Stelle erwähnen, dass der MSV Duisburg letzter ist mit nur 13 Toren. Die haben 30 Gegentore gekriegt. Und wir haben ja schon öfter in dieser Karriere festgestellt, wie wir uns mit Teams abgeben, die unten in der Tabelle stehen. Also daher, das ist ein unangenehmer Gegner. Hoffen wir mal, dass uns das nicht zum Verhängnis wird. Wir starten mit dem ersten Spiel gegen Duisburg heute. Achtung, Tabellenführer gegen Letzter. 3-0. Ganz, ganz souverän. Bösen macht Saisontore 13-14 und Aidogan macht das 3-0 perfekt. So, und damit behalten wir also den 1-Punkt-Abstand auf Ingolstadt. Aber was noch wichtiger ist, ist einfach die Tatsache, dass wir auf Bayern 2 und auf den Hallescher FC schon 8 Punkte Vorsprung haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, damit sind wir Herbstmeister.
Und ich würde sagen, jetzt gehen wir langsam Richtung Transferphase und dann gucken wir einfach mal, was passieren wird. So, und wir haben übrigens noch was für die Jugendschule getan, denn ich habe Alexander Weiß jetzt also tatsächlich 2 Jahre ausgeliehen. Das war ja unser dritter linker Flügel. Der zweite verlässt uns ja gleich. Den haben wir ja verkauft, Falaye. Der wird uns ja gleich verlassen. Und dementsprechend Weiß, den 16-Jährigen, habe ich an Rode AF ausgeliehen. Der bleibt da 2 Jahre, da kann er sich auf jeden Fall gut entwickeln. So, und hier habt ihr das auch nochmal. Also das hier sind die drei Kandidaten hier. Dementsprechend Falaye ist ja verkauft. Weiß ist also dann ausgeliehen. Das ist dann also die Nummer 3. Und dazu kommt ja noch Dominik Auer dazu. Der wird dann Oguzhan Aydoğan. Als Stammspieler wird er den dann ersetzen. Das wird unsere neue Nummer 9 werden. So, und Florian Schwarz möchte seinen Vertrag auflösen. Das war der Torhüter aus der Jugendschule. Der hat sich überhaupt nicht entwickelt. Dementsprechend muss ich sagen, ja, das hat sich leider überhaupt nicht gelohnt. Also daher, Jugendspieler freigeben, war schön mit dir, mein Guter. So, und da sind wir auch schon. Da sind wir also in der Transferperiode und hier steht es auf jeden Fall schon. Also, Weiß wurde dementsprechend ausgeliehen zu Rot EAF und Falaye hat also gewechselt. So, bedeutet jetzt transferbudgetmäßig, dass wir hier mit 2,4 Millionen dastehen. Das Problem an der Geschichte ist einfach nur, dass ich keinen verpflichten kann, weil ich ja die Scouts nochmal losschicken muss. Weil die kommen nämlich jetzt zurück hier. Da haben wir nämlich schon die drei Berichte und das ist nämlich der letzte. Das heißt, ich werde definitiv nochmal so 400, 500.000 brauchen, um die nochmal loszuschicken. Aber wir gucken jetzt erstmal, was in den Berichten hier noch drin ist. So, Bericht Nummer 1. Geh mal rein. Und wir gucken mal 2x48 bis 64. Oh, Elias Meyerhofer. 400.000, den werden wir uns mal genauer angucken. Alle anderen lohnt sich, glaube ich, nicht. Scouting-Bericht Nummer 2. Gucken wir auch gleich rein. Was haben wir hier? Ja, gut, das ist, glaube ich, nix. Theo Thomann, das, ja, nee. Das, also Schweiz kann man in dem Punkt völlig vergessen, leider. So, und Scouting-Update Nummer 3. Das ist jetzt der deutsche Scout. Hoffen wir mal, dass hier eventuell noch irgendeiner drin ist. Daniel Thomas, was ist mit dir? Nee, okay. Also das hat sich dann auch relativ schnell erledigt. Da war keiner mehr dabei. So. Und Elias Meyerhofer ist also ein Torwart. Okay, alles klar. Ja, gut, dann werden wir es genauso machen wie gerade eben auch. Also wir werden den jetzt auf jeden Fall mal züchten und dann gucken wir mal, wie hoch wir den irgendwie pushen können. Ne? Gucken wir mal, wie der sich entwickeln wird. Aber jetzt, Freunde, jetzt ist es soweit. Wir begrüßen unsere Neuverpflichtung aus der eigenen Jugend. Er hat es geschafft, Dominik Auer. Ich sage herzlich willkommen in Profiteam, mein Freund, zum Profi befördern. Unser 16-jähriges Naturtalent steht jetzt in den Startlöchern. Guck mal an hier, Freunde. Und ich würde mal sagen, dieser LF hier, der passt doch perfekt in diese Mannschaft rein. Das ist das Einzige, was uns noch gefehlt hat. Ein Eigengewuchs aus der eigenen Jugend. Das ist das, was gefehlt hat. Und genau darauf haben wir gewartet. Jetzt steht Auer in der Startelf. So, ich habe die Scouts jetzt nochmal losgeschickt. Deutschland, Österreich, Schweiz, 6 Monate lang. Das hat mich jetzt auch nochmal an die 500, 600.000 Coins gekostet ungefähr. Coins sage ich schon, ich bin im Ultimate-Team drin. Euro natürlich. Also wir haben jetzt nur noch 1,8 Millionen. Und ich meine, klar, das reicht natürlich vorne und hinten nicht irgendwie einen Neuzugang irgendwie noch zu finden. Vor allem, weil ich jetzt keinen mehr verkaufen kann. Ich müsste mich aber nach einem ersatzrechten Verteidiger noch umgucken, sehe ich gerade. Da werde ich mal gucken, ob ich mir da irgendwie so im Laufe der Transferperiode irgendwie da noch einen guten Mann an Land bringen kann. Und es tut sich, ehrlich gesagt, ich bin jetzt inzwischen schon am 17. Januar, es tut sich wirklich verdammt wenig. Ich habe ein Angebot für Couto gekriegt für 3,9 Millionen. Wo ich aber sagen muss, ich wäre ja komplett bescheuert, wenn ich den verkaufen würde, ne? Also das wäre ja auch komplett irrsinnig von mir. Also daher, ich denke jetzt mal nicht in der Annahme, dass sich hier noch irgendwas tun wird. Boah, guckt euch mal dieses Angebot an. Ey, Fenerbahce möchte Max Svensson haben. 5,7 Millionen, ne? Und ich könnte hier bis zu 7,1 Millionen könnte ich hier holen, ne? Boah, das ist schon eieiei, mein lieber Mann. Aber auch hier, es wäre absoluter Schwachsinn, den schon abzugeben, ne? Weil der hat so viel Potenzial noch nach oben. Also der wird definitiv noch nicht verkauft, Freunde. Auf gar keinen Fall. So, und ich glaube tatsächlich, dass ich mit diesem Backup die Mannschaft, glaube ich, gut verstärkt habe. Jesus,
Rivas werde ich mir jetzt holen, den Mexikaner. Den habe ich mir für 1,7 Millionen habe ich mir den jetzt zugelegt. Ich denke, dass der für die Position in der rechten Verteidigung sehr, sehr gut gemacht ist. Hat Rotation drin, deshalb brauche ich mir bei dem gar keine Sorgen machen. Und wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall den Umbruch weitermachen. Wir brauchen junge Spieler. Ein Jesus Rivas ist 19 Jahre alt. Auch das kommt noch entscheidend dazu. Dementsprechend, das ist ein absolut guter Backup-Spieler für Jan Couture. Also da brauchen wir auch nicht lange drum herum reden. Auch wenn 1,7 Millionen für einen 66er jetzt nicht so günstig ist. Aber dadurch, dass ich hier sowieso keine große Neuverpflichtung machen kann, war das eigentlich ganz okay, glaube ich. Okay, ich habe mich getäuscht. Jesus Rivas war sogar günstiger, gucke ich gerade. Also er hat einen Wert von 1,9 Millionen. Also ich muss tatsächlich gestehen, da haben wir auch wieder ordentlich gut was hinbekommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ich habe da jetzt ein bisschen Verlust gemacht, aber war tatsächlich in Ordnung so. So, und dieses Spiel hier ist was ganz, ganz Besonderes in meinen Augen, denn jetzt wird es wieder Zeit für das Live-Spiel heute. Ihr habt ja, wie gesagt, euch für Lok Leipzig entschieden. Es ist nicht nur das Debüt von Dominik Auer, wo ich schon wirklich sehr, sehr gespannt bin, wie der sich zocken lässt, sondern auch gleichzeitig der nächste Schritt auf dem Weg zum Durchmarsch in Liga 2. Es sieht momentan alles danach aus. Wir haben ultimativ 4 Minuten. Wir gehen rein zum Aachener Tivoli. Wir sehen uns gleich im Stadion. Es ist bei mir inzwischen den nächsten Tag schon, aber für euch natürlich dasselbe Video. Und trotz allem, Freunde, willkommen am Aachener Tivoli. Es ist mal wieder Zeit, um zu beweisen, dass wir nicht in die dritte Liga gehören. Der Tabellenführer tretet an gegen Lok Leipzig. Unsere Fankurve steht, unsere Fanbanner stehen und wir erleben natürlich heute das unvergessliche Debüt von Dominik Auer, von der Legende, von der Vereinslegende Benjamin Auer. Und gerade angesprochen, da ist er auf jeden Fall, 16 Jahre alt, 1,65 groß, der Österreicher. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob zu was er wirklich imstande sein wird. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, Lok Leipzig ist ein guter Gegner. Das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Wir dürfen auch nicht vergessen, es geht hier um 3 wichtige Punkte. Und deshalb, wir stoßen an. Max Svensson stößt an. Es ist der Aachener Tivoli. Wir spielen gegen Lokomotive Leipzig. Jetzt geht's weiter, Jungs. Und wir starten mit Jan Couture. Jan Couture und Svensson. Dressel. Ah, Dressel immer noch im Ballbesitz. Kann aber sich den Ball nicht zurückholen. Der geht über außen zu Pfeffer. Da ist Platz in der Mitte. Abdi. Achtung. Und die schießen sich selber an. Ah, wieder den Ball erobert im Mittelfeld. Wieder den Ball erobert. Max Svensson. Svensson hochgepasst. Terraz kommt nicht zum Schuss. Jepel. Natamann. Und Jepel können sich nicht entscheiden. Jepel, Achtung, und Bartels im Tor. Gut gehalten von Jan-Christoph Bartels. So, Dressel, und da gibt es die erste Verletzung, wie ich gerade sehe. Oh, das ist Jan Couture, der gerade verletzt ist. Das passt mir natürlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, und das bedeutet natürlich auch, dass das Debüt von Jesus Rivas jetzt auch kommen wird. Also, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Jan Couture also tatsächlich mit der Verletzung. Und Rivas kommt jetzt rein. Und da ist er auch schon, Jesus Rivas. Aber macht den ersten guten Pass. Dressel, das ist ein guter Pass. Vincent Bösen. Vincent Bösen. Achtung, hoch Svensson. Ui. Fast das 1-0 für Alemannia Aachen. Und was mir übrigens auffällt, Lok Leipzig spielt übrigens sehr, sehr offensiv. Das merkt man. Diese Dreierkette ist echt saugefährlich. Das ist saugefährlich, was die da machen. Und da muss ich echt aufpassen. Das merke ich schon hier. Mehmetović. Nochmal. Hat Glück und gewinnt den Ball. Bartels ist da. Becker. Und schickt Svensson. Svensson hat Platz. Svensson. Und da ist Auer. Und der kommt nicht zum Schuss. Jepel. Das Pfeffer. Den Zweikampf haben sie super gewonnen. Pfeffer. Achtung, Bartels. Und Lok Leipzig lässt nicht locker. Die lassen echt nicht locker. Die sind echt gut. Aber sind konteranfällig. Das hat man vorhin schon gesehen. Finn Ole Becker. Jetzt, wo läuft einer? Da ist er. Da ist er. Dennis Dressel. 1-0 Alemannia Aachen. In der 46. Minute. Der ehemalige 60er trifft
gegen Lok Leipzig und bringt den Tabellenführer in Führung. Ich hab's gerade gesagt, Konter anfällig, die Abseitsfalle funktioniert nicht von Lok Leipzig und Dennis Dressel steht da, auch wenn Leipzig echt eine gute Halbzeit gespielt hat, aber jetzt das überraschende 1-0 in der 46. Wieder ein Mittelfeldjoker, man muss es so sagen, wie es ist. Und das wird das Halbzeitergebnis sein. Kurz vor der Pause ist 1-0 gemacht. Sehr, sehr sauber, Gentlemen. Perfekte Halbzeitführung. Aber ich meine, was natürlich weh tut, ist natürlich die Verletzung von Jan Couto. Das tut natürlich richtig weh. Ich hoffe nach dem Spiel, dass es wirklich nichts Schlimmes ist, weil ich brauche ihn definitiv. Das schauen wir erst nach dem Spiel. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir irgendwie dieses 1-0 über die Zeit bringen. Und ich muss besser verteidigen wie in der ersten Hälfte, weil das hat noch gar nicht so gut ausgesehen jetzt. Terraz, der kann laufen, der hat Zeit. Der hat Zeit, den greift keiner an, der hat Zeit. Guck mal in der Mitte. In der Mitte ist Finn Ole Becker. Becker? Becker? Oh, das war spontan. Jepel. Und wieder das Duell Jepel gegen Karl. Karl verliert ihn aber diesmal. Bela Kotschap muss hin. Und Bela Kotschap gewinnt ihn auch, aber Jepel bleibt am Ball. Jepel. Und das ist Einwurf für Aachen. Auch hier wieder. Guck mal, Jepel. Da ist unten jetzt der neue Mann. Entigne. Und da muss Bartels hin. Oah, Bartels unsicher. Memedovic. Und das ist Eckball. Finn Ole Becker. Jetzt ist mal Platz zum Kontern. Jetzt ist mal Platz zum Kontern. Das könnte jetzt richtig gut werden. Das könnte richtig gut werden. Aber der kriegt den Ball nicht zu Svensson. Nattermann. Oh, Achtung und Bartels. Boah. Ich gewinne diese Zweikämpfe nicht. Guck mal, da kommst du schon wieder. Da kommst du schon wieder. Memedovic und Rivas. Denn Rivas, der Ersatzmann, hat ihn. Es sollte eigentlich ein leichtes Spiel werden. Aber jetzt inzwischen wird das hier noch richtig schwierig. Guck mal hier. Nattermann gewinnt den Zweikampf und Bela Kotschap hat ihn. Aber Svensson, wohin? Svensson, Becker. Dressel, Schuss und kommt leider nicht hin. Es kommen nochmal für die letzten Sekunden Blomberg und Aidogan, einfach um denen noch ein bisschen Spielzeit zu geben. Dann gucken wir mal, wie viel Nachspielzeit wir haben. Wir haben nur eine Minute. Das wird nicht reichen für Lok Leipzig. Das wird nicht reichen. Das wären die drei Punkte. Das wären die drei Punkte in Aachen. Und der ist weg. Ja, der ist weg. Das ist der Dreier, der bleibt in Aachen. Uff, das war gar nicht so einfach, bin ich auch ganz ehrlich. Ich bleibe dabei, das war echt nicht einfach. Das war echt nicht einfach. Also Spieler des Spiels übrigens Dennis Dressel. Aber ich muss auch sagen, ich denke mal, man wird es auch an der Bewertung sehen. Also Jan Bartels hat auch ein Megaspiel gemacht. Also ohne den wäre ich jetzt echt aufgeschmissen gewesen. Mit Dominik Auer durfte heute ein junger Spieler erstmals ran, der sich langsam hochgearbeitet hat. Werden sie ihm nun weiteren Youngstern eine Chance geben? Ich glaube an unsere jungen Spieler, ja, auf jeden Fall. Warum hat Batarillo keine weitere Chance in der Startelf bekommen? Ja, weil das Team der Star ist. Ich hatte keine Wechselmöglichkeiten mehr, Kollege. Couto hat sich leider verletzt und fällt 7 Monate aus. Wie beeinflusst das ihre Aufstellung? Ach du Scheiße, baldige Genesung, mein Freund. Ja, und hier haben wir es auch. Kreuzbandriss bei Jan Couto. Er wird für 7 Monate ausfallen. Und das wird auf jeden Fall heißen, dass diese Saison komplett zu Ende ist für Jan Couto. Das ist ein richtiges Problem. Natürlich haben wir die Tabellenführung gesichert, das ist ja gar keine Frage. Und ich bin echt froh, dass ich Jesus Rivas vorhin geholt habe. Einfach weil ich irgendwie gedacht habe, okay, ich brauche hier einen Ersatz. Und das war der absolut richtige Move. Der muss es jetzt richten. Der muss es jetzt richten, da habe ich jetzt keine andere Wahl. Und es ist vielleicht ein kleiner Trost. Aber wir haben zum FC Ingolstadt auf jeden Fall Punkte gut gemacht. Also wir sind jetzt 3 Punkte vorm FC Ingolstadt. Das ist mal das Erste. Und zum Hallescher FC sind es weiterhin 8 Punkte. Also da bleibt auf jeden Fall alles gleich. Bloß natürlich tut das natürlich weh, ne? So einen wichtigen Spieler zu verlieren. So, dann hoffen wir mal, dass das nicht zu sehr an unserer Spielweise irgendwie hängen wird. Und der erste FC Magdeburg ist da ein Gegner, wo ich wirklich sage, okay, das ist jetzt nicht so geil. Das ist jetzt nicht so geil, da irgendwie jetzt mit einem weniger anzutreten. Aber naja, probieren wir es mal. Wir spielen auswärts in Magdeburg. Das sind jetzt verdammt wichtige Spiele, ne? Also durchhalten, Jungs. Durchhalten. Kommt schon, auswärts in Magdeburg.
ein Statement. Und was für eins. Donnerwetter. Jungs, das nenne ich ein Statement dieser Mannschaft. Boah, ein 4-0 gegen Magdeburg. Eieieiei, das ist richtig heftig. Also, ich meine, Magdeburg steht sowieso weit unten drin, ne? Aber wir haben die jetzt erstmal richtig runtergeschossen. Also, ja, das nehme ich mit. So, und bevor wir mit der heutigen Folge Schluss machen, geht's zu meinem Angstgegner. Ja, ihr erinnert euch richtig, SVW in Wiesbaden. Das ist ja mein Angstgegner hier im Karrieremodus mit Atletico Madrid, wenn ich ehrlich bin. Und ich sehe gegen die immer scheiße aus, ne? Warum, weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass das jetzt nicht so sein wird. Aber das Spiel gegen Magdeburg hat mir einiges gezeigt. Deshalb macht's doch nochmal. Also, auswärts in Wiesbaden. 3-0. Und aua! Aua! Dominik Aua trifft! Und damit macht übrigens Vincent Bösen sein 15. Saisontor. Der ist auf dem Weg zur Torjägerkrone. Dennis Dressel hat übrigens auch schon 7 Tore auf der Hütte. Jetzt treffen Aua auch noch. Becker trifft auch noch. Also es ist Wahnsinn, bei uns treffen sie alle gefühlt. Und damit sind wir also weiterhin unangefochtener Tabellenführer. Und es gibt noch was Positives zu vermelden. Wir haben auf den Hallescher FC jetzt 11 Punkte Abstand. Also so langsam muss ich wirklich sagen, es wird nichts mehr dazwischen kommen. Wir werden diesen Aufstieg schaffen. Und ja, was Jan Couture betrifft, ich hoffe einfach, dass er entweder Anfang nächster Saison wieder ordentlich fit ist oder dass er sich nicht zu stark zurückentwickeln wird. Ich hoffe es. Sehr geehrter Herr Bentastic, wir hatten uns verpflichten Sie Spieler, deren Nationalität der unseres Clubs entspricht, um unseren Verein noch größere Popularität bei den einheimischen Fans zu verschaffen, zum Ziel gesetzt. Der Blick auf die ersten Finanzbereiche zeigt aus, dass wir dieses Ziel definitiv erreicht haben. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Gar kein Problem. So Jungs, und in der nächsten Folge wird's richtig, richtig interessant. Das größte Spiel, was es in der Karriere bisher gab, steht an und ich bin sehr, sehr gespannt, was das werden wird. Das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg. Gleichzeitig gibt es dann übrigens die Matches gegen 1860, die Würzburger Kickers, Eintracht Braunschweig und dem MSV Duisburg. Vielleicht können wir ja im Februar schon einen richtig großen Schritt Richtung Liga 2 machen. Wir sind immer noch Tabellenführer. Hey, wir sind immer noch da. Freunde, wenn euch das gefällt, gerne Daumen hoch, Kommentar schreiben und mit der Glocke und mit Abonnieren kein Video verpassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der wir ordentlich Vollgas geben werden gegen den SC Freiburg. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das werden wird. Das wird richtig Horror werden, Gentlemen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht's gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Bentastic. Reingehauen, auf Wiedersehen.